Hi, mein Arschpapi, danke, dass ihr eingeschaltet habt hier auf dem Kanal Hashtag Let's Play und zu einem neuen Video von League of Legends Wild Rift. Ich möchte euch diesmal einen AD Carry Charakter vorstellen, der hier in diesem Yordle Expeditions-Event freigeschaltet wurde oder man sich dann zulegen konnte, einen neuen Champion, nämlich Tristana. Tristana ist jetzt schon seit einigen Tagen draußen, typischer AD Carry Charakter, hat einen Raketenwerfer als Waffe und was für Fähigkeiten hat Tristana? Zuallererst wäre da die Passive. Die Passive lautet Präzision. Mit jedem Level, was Tristana aufsteigt, wird die Reichweite von Auto-Attacks, von der dritten Fähigkeit Sprengladung und von der Ulti Donnerschuss um 10 je Stufe erhöht. Schnellfeuer, die erste Fähigkeit, man kriegt 5 Sekunden lang, sobald man die Fähigkeit aktiviert, 30% zusätzliches Angriffstempo obendrauf. Ganz einfach. Dann die zweite Fähigkeit kommen wir gleich zu. Beginn erst zur dritten Sprengladung. Sprengladung hat eine Passive, nämlich wenn Tristana einen Gegner tötet, sei es ein Champion, sei es ein Vasalle, explodiert dieser und fügt halt nahen Gegnern 40 Magical Damage hinzu. Und wenn man die Sprengladung aktiviert, kann man halt wirklich eine Sprengladung auf einen Vasallen, auf einen Champion und auch auf Türme anbringen. Und diese Bombe fängt halt an zu pulsieren, bis sie schließlich explodiert und macht dann halt Damage. In Form von 60 plus 50% von AD-Wert und 50% von AP-Wert. Jetzt kann man halt auch noch auf den Gegner feuern oder auf den Turm, wenn diese Bombe gerade noch am Detonieren oder gerade am Aufladen ist. Und mit jedem Treffer findet eine Steigerung um 30% statt. Man kann es bis zu 4-mal aufladen oder draufballern und danach explodiert die Bombe mit der größten Explosionskraft, die es gibt. Macht den meisten Schaden und hat halt einen Radius, wo halt auch noch Gegner mit verletzt werden. Türme, wenn man da dann den größten Radius erzielt, wird auch der Radius noch verdoppelt. Jetzt kommen wir zur zweiten Fähigkeit, den Rocket Jump, Raketensprung. Man springt halt wirklich in einen Radius zu einem Zielort, wo man hin möchte. Und wenn man dabei einen Gegner trifft, macht man Magical Damage und slowt nahegelegene Gegner eine Sekunde lang um 60%. Ihr seht ja, diese Fähigkeit hat eine Cooldown von 20 Sekunden, was ziemlich lang ist für eine normale Fähigkeit. Allerdings, wenn man jetzt einen Champion vollstreckt oder halt eine Sprengladung an einen Champion angebracht hat und diese komplett aufgeladen hat, sodass die höchste Detonationsstufe erreicht ist, wird diese zweite Fähigkeit, der Rocket Jump, sofort wieder freigeschaltet und man kann ihn wieder einsetzen. Und als Ulti hätten wir dann noch den Donnerschuss. Der Donnerschuss ist halt wirklich eine gewaltige Kanonenkugel, die halt Gegner, wenn man damit einen Gegner trifft, diese zurückstößt. Kann halt auch mehrere Gegner damit zurückstoßen, wenn die alle zusammengetummelt sind. Macht Magical Damage in Höhe von 300 plus 100% vom AP-Wert. Das sind die Fähigkeiten von Tristana. Gucken wir uns jetzt mal das Itembild an. Das Itembild, da habe ich mich daran orientiert, was denn derzeit der Erstplatzierte an Items genommen hat. Und er hat folgendes. Er hat einmal die Klinge der Unendlichkeit, was Angriffsschaden macht. Kritische Trefferquote wird um 25% erhöht. Und ja, kritische Treffer verursachen 230% Schaden und nicht 200%. Dann als zweites Schnellfeuergeschütz. Auch nochmal Critical Damage geht hoch und Angriffstempo wird erhöht. Und man macht halt, bei maximaler Steigerung von Energie oder durch Bewegung und Angriffe werden halt Sachen aufgeladen oder wird der Schnellfeuer aufgeladen und man macht halt extra Magical Damage. Dann hat er die Boots, die Lifestyle Boots plus dann unersättliches Quecksilber, was halt, wenn man das einsetzt, sämtliche negativen Massenkontrolleffekte, die man gerade erleidet, direkt abklingen lässt. Dann Static Stitch, auch nochmal, Critical Damage geht hoch und Angriffstempo. Er geht halt wirklich rein auf Critical, weil die Phantom Dancer ist auch Critical, Trefferquote geht hoch und Angriffstempo. Ich habe selbst noch nicht mit dem Bild gespielt, wir werden es gleich sehen, wie es denn sein wird. Und das letzte, sterbliche Mahnung, Angriffsschaden geht hoch mit 30%igen Rüstungsdurchdringung. Das sind halt die Items, die der derzeitige Erstplatzierte an Tristana angewandt hat. Gucken wir mal, was für Runen er denn genommen hat. Er hat einmal Eroberer. Triffst du einen Champion mit einzelnen Angriffen oder Fähigkeiten, erhältst du Steigerung von Angriffsschaden oder Fähigkeitsstärke. Das ist halt praktisch. Man könnte bei Tristana, denke ich, auch, wie heißt es? Hier oben ist es da. Elektrisieren könnte man eigentlich auch einsetzen. Denn wenn man einen Champion mit aufeinanderfolgenden Angriffen und Fähigkeiten trifft, versucht man zusätzlich adaptiven Schaden. Könnte man auch nehmen. Also
Das ist halt hoher Schaden auf kurze Zeit. Aber hier macht man natürlich dann, weil er ja sehr viel auf kritischen Schaden hat, hiermit kriegt man halt dann Steigerungen von Angriffsschaden und Magical Damage obendrauf. Deswegen denke ich, hat er das auch genommen, weil er den Rest halt wirklich nicht auf Damage gemacht hat, sondern wirklich auf Crit. Dann Aufziehender Sturm. Man erhält 2 Minuten lang Angriffsschaden, Fähigkeitsstärke. Ich glaube, so holt er sich halt den Angriffsschaden und die Fähigkeitsstärke hinzu. Geistwanderer. Der erhält zusätzlich maximales Leben und Verlangsamungsresistenz. Und Naschkatze erhöht Heilungseffekt der Honigfrucht. So, wir haben sehr gut unser Team gewählt. Annie in der Mitte, Fiora als Baronlaner. Braum ist mein Supporter. Sehr guter Supporter, wie ich finde, weil er sehr viel aushält. Mit seinem Schild halt auch sehr viel Schaden absorbiert. Und Xin Zhao haben wir als Jungler. Die Gegner haben Amumu, habe ich auch schon mal ein Video zugemacht. Amumu, falls ihr nicht gesehen habt, könnt ihr mal eben ganz kurz in die Playlist klicken, euch das Video erst anschauen und dann kommt ihr zurück und ihr schaut euch jetzt erst das Video an und dann schaut euch das Amumu-Video an. Dann haben sie Ezreal und Sona in der Dragon Lane. Tryndamere wird Baron Lane sein und Twisted Fate Mitte. So, dann gucken wir mal. Ich packe erstmal eben hier, wie ich das hier haben muss, damit ich jetzt immer direkt sehe. Tryndamere ist oben, das Jungle, zack, zack, zack und so. Man skillt als allererstes die dritte Fähigkeit. Die Sprengladung skillt man als erstes hoch, dann gefolgt von Rapid Fire, der ersten Fähigkeit, und den Rocket Jump als letztes. Wird maximiert und halt die Ulti, sobald man die Ulti skillen kann, wird die Ulti geskillt. Gehen wir ganz kurz eben hier ein Ward setzen. Weil ich weiß nicht. So, da seht ihr schon. Zack, ein, zweimal, dreimal aufgeladen. Und schon das erste Blut. Schon Doppelkill. Besser kann das gerade gar nicht starten. So, und jetzt seht ihr mal eben den Rapid Fire. Zack, 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 zack. Und da seht ihr den Schaden, den man austeilt. So, komm, wir gehen mal zurück. Komm, Rückzug. Nimm dir hier eine Auszeit. Ich gehe auch mal eben zurück. Weil wir haben jetzt schon den Vorteil. Wir sind gerade noch eben mit der Lane hier beschäftigt. Dass wir einfach jetzt schon einfach das Riesenschwert haben. Nochmal mehr AD obendrauf. Können wir eben gucken, ob wir Amumu da mal eben. Naja, das schafft er schon, das schafft er. Zack, upsala, das war schlecht. Mittlerer Turm wird angegriffen. Immer her mit dem Bösewicht. Schade. Hätte ich jetzt vielleicht Rapid Fire vorher eingesetzt? Oh, schade. Da dachte ich, die geht da jetzt drauf. So, wir warten jetzt mal hier. Ja, wir bleiben erstmal gechillt.
Wieso Gefahr? Ist alles gut. 3-0 stehen wir. Gebt immer den Rückstoß auf diesen Teil. Da seht ihr, was man für einen Schaden mal austeilen kann. Einfach mal 4-0. Na komm, wir gehen back. Geh jetzt back, weil jetzt ist gerade unsere Lane. Oh, Glück gehabt. Haben jetzt unser erstes Item schon fertig. Machen jetzt nochmal schönen Crit-Schaden. 4-0. Insgesamt stehen wir 7-0. Das ist schon krass. Ich glaube nicht, dass ich euch alles zeigen werde, alles zeigen kann. Den kompletten Bild, weil so wie es aussieht, sind die schneller down als man denkt. Wir haben jetzt schon so einen enormen Geldvorteil. Fast doppelt so viel. Ah, da habe ich jetzt reingeintet. Da habe ich mich stärker eingeschätzt, als ich dachte, aber gut. Hätte ich nicht machen müssen. Das ist, wenn man dann übermütig wird. Man sieht, oh, man hat doppelt so viel Kohle. Man hat natürlich sehr viel mehr Items. Man hat schon ein Core-Item fertig, was die noch nicht haben. Damit hole ich sie aber. Ich habe auch Rapid Fire hätte ich auch noch einsetzen müssen. Nochmal 30%ige Erhöhung. Habe ich auch nicht gemacht. Ah. Wir haben den Drachen. Das ist natürlich jetzt scheiße. Ich meine, es ist lediglich. Boah, die sind nur Gefahr am Brüllen. Zack. Meinen Sie, die kommen oder? Anscheinend nicht. Eigentlich habe ich jetzt gehofft, dass sie kommen werden. Ah, da kommen sie. Zack. Und da habt ihr es gesehen. Meine zweite Fähigkeit war sofort wieder frei. So, gehen wir mal eben auf Rapid Fire. Ich gehe jetzt back. Obwohl. Ich könnte auch gucken, ob ich Amumu irgendwie. Aber. Ich gehe lieber jetzt eben auf die sichere Variante. Ich stehe 6-1-0. Was schon enorm ist. Da habt ihr gesehen, da habt das ein bisschen Geld gegeben, die Honigfrucht. Der erste Turm wurde zerstört. Oh, schade. Hat nicht ganz gereicht. Ich fange jetzt erstmal hier an weiter zu farmen, bevor ich jetzt schon in den Teamfight eben da unten reingehe. Gehe jetzt back, weil ich weiß nicht, ob die gerade kommen. Haben unser Schnellfeuergeschütz auch schon ready. Damit haben wir schon 2 Items fertig. Wie stehen die anderen denn? Zona als Supporter ist die einzige, die jetzt gerade ein bisschen Damage macht. Zack.
Doof ist natürlich nur, dass unser Jungler bis jetzt nichts holt. Ach verdammt, ich hätte die Ulti machen müssen. Das war jetzt ein Missklick. Zack. Der Drache ist erschienen. Gefahr. Gegner getötet. Gehen wir mal eben zum Drachen. Unterer Turm wird angegriffen. Schafft er nicht alleine? Oh, ich konnte mein Heal leider nicht, weil ich jetzt gestunt war, nicht einsetzen. Sonst wollte ich jetzt ganz schön noch healen. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal unseren Dragon bekommen. Lauftempo, was gerade vorteilhaft auch sein kann. Wenn man gerade einen Gegner chased oder entkommen möchte. Nein, noch nicht jetzt schon den Baron. Geht da weg, geht da weg, geht da weg. Das war dumm. Ja. Gucken wir mal. Machen wir eben ganz schnell. Schade. Weiß nicht, was er da gemacht hat. Schade. Dachte, den bekomme ich noch. Aber wir stehen schon 10-2. Wir sind schon richtig fett. Gehen wir jetzt mal eben zum Baron. So, natürlich auch kann man auch auf den Baron. Wir haben den Baron bekommen. Das war ein Fehler. Ich habe Dings zu spät gesehen. Ich weiß auch nicht, warum meine Kollegen nach unten lang gelaufen sind. Wir hätten eigentlich so einen Vorteil gehabt. Die waren zu zweit, wir waren zu fünft. Wir hätten die jetzt so einfach wegholen können, aber okay. Aber die geben nicht auf und die haben auch ganz schön aufgeholt, was die Kills angeht. Und das ist bei denen ziemlich ausgeglichen verteilt. Fiora steht 0-3, die hat noch keine Kills geholt. Hol dir doch Dings. Den hättest du noch holen können. Ich gehe nach oben. Trindamere und Sona sind dort. Zack. Holen wir uns mal hier noch ein bisschen. Farm. Und dann schauen wir mal eben hier weiter. Auch hier den Farm geholt. Holen uns dann mal eben den Turm.
Nochmal ganz schnell zurück, weil die haben doch ganz schön Schaden gemacht. Der Drache ist da. Sollte eigentlich weggehen. Ich muss jetzt meinen eigenen Heal einsetzen. So, ich habe den Drachen wenigstens alleine geholt. Wir gehen dorthin. Zack. Und gehen dann jetzt weg. Die oben sind da gerade in der Fiesta ihres Lebens. So, falls ihr mal euch fragt, was ist das für ein Auge über mir? Das ist die Ulti von Twisted Fate, deren Midlaner, der mit den Karten immer wirft. Der kann sich halt zu einem bestimmten Ort hin teleportieren in einen, ja, nicht bestimmten, aber einen sehr großen Radius. Und wenn das Auge da ist, dann weiß man, er hat seine Ulti aktiviert und man selbst steht in seinem Radius. Zack. Du bist ein Berserker. Da seht ihr mal, was für einen Schaden man mit dem Champion machen kann. Oh. Da hatte ich jetzt eigentlich gehofft, dass ich jetzt hier noch was machen kann. Aber okay. Vielleicht den Turm eben holen. Den hole ich mir auf jeden Fall. Kann vielleicht sogar beenden. Tatsächlich. Und wenn das Spiel auch noch. Sehr geile Runde mit Tristana, die ich euch zeigen konnte. Da seht ihr auch mal den Schaden, den man erreichen kann. Dieses Bild von dem, ja, Erstplatzierten von Tristana ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Wir sind MVP, Carry, Turm, Rambok und Erwartung übertroffen. Alle kriegen von mir einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, das bekomme ich halt auch von euch jetzt für dieses Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Mal gucken, was für ein Champion ich euch da vorstellen werde. Vielleicht wird es auch wieder ein alter Charakter, den ich schon mal gespielt habe. Vielleicht mal auf einer anderen Position. Wie Kennen habe ich ja mal schon mal auf der Baron Lane. Vielleicht werde ich mal Karen auch Mid Lane probieren. Oder halt den einen oder anderen, den man auch im Jungle probieren kann. Vielleicht mal Mundo Jungle. Mal schauen. Das war's auf jeden Fall jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich. Bis dahin. Reingauen. Und tschüss, Lidl.